Krack, rechts. Warum hat man denn Schramberg auch die Fünftälerstadt genannt? Die Talstadt, also das alte Schramberg, liegt tief eingeprägt in 5 Schwarzwaldtälern. Deshalb auch dieser Beiname Fünftälerstadt. Man sieht die Lage dieser Stadt in diesen 5 Tälern auch sehr gut von den Burgruinen, insbesondere von der Burgruine Hohenschramberg. Was hat sich denn an der Burgruine Hohenschramberg abgespielt? Wir haben dieses Jahr in der ersten Sommerferienwoche eine Spielaktion organisiert für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren unter dem Titel Intergalaktische Zukunftskonferenz auf der Burgruine Hohenschramberg. Tierisch wird's jetzt auf dem Erlebnisbauernhof. Ich glaub, dich knutscht ein Elch. Schaut mal, was das Lama mit der Elsa macht. Wo kommt eigentlich der Schnitzel auf dem Teller her? Und wo wächst Käse? Viele Kinder und Jugendliche haben gar keinen Bezug mehr zur Natur und zur Landwirtschaft. Und deswegen können sie die Fragen auch oft nicht beantworten. Der Bauernhof hier ist ein Ort, wo die Kinder wieder viel mit der Natur und mit den Tieren zusammenarbeiten und deswegen auch wieder viel lernen. Kleinwagen, aber auch ein Original Herbie aus dem Kinofilm. Ein toller Käfer aus der US-amerikanischen Filmkomödie aus dem Jahr 1968 mit dem Wunder-VW-Käfer Herbie als Hauptfigur kann man hier ebenso bewundern wie Campingwagen unserer Großeltern. Im Automuseum Stein, da seht ihr die schnellsten Blitze aus alten Zeiten. Haha, die hatten ja früher auch schon Räder drunter. Guck mal, diese vielen Leitungen. Da müssen wir Vögel ganz schön aufpassen, dass wir dagegen fliegen. Wisst ihr, was dieses Zeichen bedeutet? Wenn ja, dann schickt uns doch einfach eure Antwort. Mehr Informationen kriegt ihr unter www.krex.de.